Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elder Scrolls Online. Beim letzten Mal sind wir bei ein paar Untoten stehen geblieben und jetzt gucken wir uns erstmal an, was in diesem Kampf eine besondere Regel gilt. Das ist der Kampf in einer einzelnen Kampfreihe mit Platz für 6 Kreaturen. Der Gegner begegnet zwei Untoten, wo gibt es eine Unterstützung, die Untote vernichten kann. Okay. Untote vernichten kriegen wir hin. Untoten wanken vorwärts, die leeren Blick auf einen seltsamen Altar hinter dir gerichtet. Ich spüre mystische Kraft in diesem Altar. Vielleicht kann er den Toten Ruhe geben. Nee, wir machen das noch nicht. Ach, das ist doch ein Arschloch. Blut auf den Bällen! Oha. Nun, der ist groß. Diese Bäume geben mir Macht. Diese Bäume geben mir Macht. Diese Welt ist abgelaufen. Dann machen wir mal so. Ich werde den Kisten beschützen. Törichte Trockenhaut. Aber den da will ich nicht abräumen, weil der fesselt sich eh immer wieder. Ja, okay, jetzt ist er auch noch tödlich, ist auch recht. Törichte Trockenhaut. Ei, Marke und Wurzel. Es gibt Abendessen. So, und jetzt kann ich den da rauskotzen. Ja. Nicht durch. Ei, Barke und Wurzel. Törichte Trockenhaut. Und ich glaube, mit dem hau ich nicht mal zu. Weil ich habe hier noch das Ding. Ich bin ein Kind der Finsternis. Ist fein. Das war jetzt einfach. Die zweite Aufladung vom Altar nicht mal gebraucht. Gut. Dann sind wir hier. Schwimmt in der Nacht blieb seinem Wort treu. Der Tunnel führte die Abenteurer direkt in den Weißgoldturm. Dies muss Lord Narifins Kammer sein. Seht, die Kugel von Vermina. So beobachten sie das Heer. So ist es.
und ihr solltet euch ganz langsam davon entfernen. Narifin! Ihr seid es, der aus meinem Tempel entkommen ist. Gebt mir bitte die Kugel, oder euer Freund stirbt. Tut es nicht! Der Held stand vor einer schrecklichen Wahl. Ich danke euch. Nein! Ihr Narr! Jetzt sterbt ihr. Boethia hat mir Goldbrand vermacht. Ihre stärkste Waffe. Jetzt bereite ich eurem armseligen Leben ein Ende. Gut, dann müssen wir jetzt wohl gegen diese super starke Waffe kämpfen. Kriegen wir hin. Nicht die beste Kurve, die ich jemals hatte, aber sie ist okay. Mein Freund hier möchte Hallo sagen. Okay. Stirbt dann tödlich. Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Galler! Oh. Herzlichen Glückwunsch. Diese hier bietet etwas Leckeres. Das Chaos soll euch holen. Ja, dann wohl ein bisschen durchbrechen. Das ist aber voll okay. Spielen wir den. Meine hier. Klauen das sind Chaos scharf und das nur für Kunden. Das ist ein Feuerkobold. Das Chaos soll euch holen. Schauen wir den mal an. Nur für Kunden. So. Und ich glaube, dann packen wir jetzt hier ein. Ich bin bereit und diene. Ich schiebe Wache. Nur für Kunden. Ja, ich glaube, den um und der Landstab rein. Ui, ihr hört's aber. Ihr müsst gereinigt werden. Mein Leben für euch. Erzürnt mich nicht. Und Silence nehmen halt die beiden Buffs wieder weg. Auf den Knien sollen sie um Gnade winseln. Was ist das denn? Ja, gut. Zirk mich nicht! Mutter des Schlamms! Mein Leben für euch. So, fick dich, ich hab was mit. Oh. Okay, das könnte jetzt tot sein. Oh. Der ist sorgt für uns. Mein Leben für euch. Erzürnt mich nicht. Mutter des Schlamms. Bitte. Du solltest es jetzt nicht mit 13 umhängen. Oh.
Mein Leben für euch! Kurz. Mutter des Schlamms! Gut. Klauen. Okay. Nach dem einen Push dachte ich echt, dass es jetzt assi wird, aber... offensichtlich ging das ja noch ganz gut. Einzelne große Viecher sind entdeckt. Er ist verletzt, aber er lebt. Er kann so nicht reisen. Lasst mich. Ihr müsst zum Kaiser zurückkehren. Wie heroisch. Los, Narifin hat mittlerweile sicher 100 Schwerter versammelt. Gut. Das haben wir. Dann sind wir auch schon hier. Seht die Wachen des Kaisers. Jemand hat sie getötet. Das war, glaube ich, das kürzeste Intro von allen. Assassin. Das heißt, die haben jetzt auch viele mit tödlich. Wahrscheinlich. Diese Bäume geben mir Macht. Meine Pfeile werden ihr Ziel treffen. Das war arschig. Müssen wir hier nochmal cracken. Die Wasser des Lebens. Feuer! Ich werde den Bereich sichern. Für Warnwald. Okay, da wir nichts Brauchbares haben, crack mich. Der Wald ist mein Mantel. Meine Pfeile werden ihr Ziel treffen. Feuer! Ich werde den Bereich sichern. Für Walenwald. Okay. Diese hier bietet etwas Leckeres. Es ist genug für alle da. Feuer! Lol. Feuer! Das war jetzt irgendwie weird. Für jemanden ist das heute der letzte Tag. Feuer! Der Wald ist meine Kraft, mein Mut. Der Wald ist meine Kraft, mein Mut. Ich werde den Hieb beschützen. Das habt ihr euch selbst eingebrockt. Sehr schön. Feuer! So, kannst du den auch nehmen? Mit dir legt man sich nicht an! Ui, der ist groß. Das habt ihr euch selbst eingebrockt. Ein Bart und Wurzel. Ich schiebe Wache. Bahndar, verfluche euch! So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das lassen kann. Müsste ich nicht kommen. Bahndar, verfluche euch! Bleibt das Exekutor. Da. LOL! Warum? Jetzt hat er das verloren. Das habt ihr euch selbst eingebrockt. Jetzt hat er das halt verloren, Anno. Okay, das war jetzt irgendwie weird. Den Göttern sei Dank, dass ihr hier seid. Er wird überleben. Er kann den Angriff nicht anführen. Nein. Die Truppen müssen an ihren Kaiser glauben. Fremder, ihr seid ein mächtiger Krieger. Nehmt meine Rüstung. Mit meinem Helm wird euch niemand erkennen. Reitet statt mir in die Schlacht. Das Schicksal des Reichs liegt in euren Händen. Ja, natürlich, die übliche Logik, ne? Gut.
Belagerung der Kaiserstadt. Unbeobachtet griffen die kaiserlichen Truppen überraschend aus dem Westen an, gefolgt von einem ähnlichen Angriff aus Schadenhall. Der Held führte den Angriff auf das Stadttor. Also in dieser Rüstung seht ihr tatsächlich wie der Kaiser aus. Hinter dem Kaiser formieren! Los! Gut. Dann müssen wir uns beim nächsten Mal also um die Belagerung der Kaiserstadt kümmern. Bis dahin. Ciao. I'm going to go to the hospital.